Ho, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Ich habe Hunger. Ja, ich habe Durst. Ich habe einen Löffel und ich habe den Degusta-Box-Adventskalender hier stehen. Also wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen zu erfahren, was sich in diesem Adventskalender verbirgt, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, den Degusta-Box-Adventskalender kann man aktuell bei degustabox.de kaufen. Da gibt es auch immer wieder Rabattaktionen. Und ja, ich habe ihn kostenfrei zur Verfügung gestellt bekommen und kann ihn jetzt endlich aufmachen. Es ist schon relativ spät am Tag und ich habe heute noch nichts gegessen und ich habe super, super Hunger. Und ich würde sagen, wir schauen mal rein, ne? Ich werde wahrscheinlich nicht den ganzen Adventskalender essen, denn er ist riesengroß und er ist super schwer. Ich glaube, danach hätte ich dann Bauchschmerzen. Aber einen Teil kann ich doch schon essen. Ja, der kommt so. Und man kann ihn aufklappen, das mache ich jetzt mal. Ich musste tatsächlich hier oben in meinem Billigregal eine Etage rausbauen, weil er sonst nicht dorthin gepasst hätte. Das ist echt der Wahnsinn. Und ja, ich finde ihn wunderschön. Er ist vom Design wunderschön. Er ist von den Farben richtig toll. Ich mag dieses dunkle Grün, das Rot und das Goldbraun und so. Das ist richtig weihnachtlich. Also dieser Kalender schreit Weihnachten. Du brauchst aber ein bisschen viel Platz, wenn du den bei dir stellst, ne? Das muss man halt bedenken. Und ja, ich habe Hunger. Sammy, das ist nicht für dich. Das ist für Frauchen. Ach so, man hat übrigens auch ein Heftchen, wo drin steht, was drin ist. Und dieses Heftchen kann man theoretisch auch noch als separaten Adventskalender benutzen, weil du es quasi so hinhängen kannst und dann jeden Tag halt ein so ein Ding hochklappen kannst. Moment, das ist erstmal informatives. Und hier hätten wir jetzt quasi das Kläppchen Nummer 1 mit dem Preis und den Informationen zu dem Produkt, was ich echt cool gemacht finde. Und hier haben wir zwei Stück von den Jelly Beans drin. 10 Flavors, The Original Gourmet Jelly Bean. Ja, das sind halt Gelee-Bohnen. Ja. Wie viel sind denn da drin? Sammy, weißt du das? 28 Gramm pro Päckchen. Ja, da werde ich jetzt aber nicht mit starten, glaube ich, oder? Doch. Doch, wir starten jetzt, Sammy. Na gut. Das erste Essen, was Claudia am ganzen Tag isst. Und was isst sie? Jelly Beans. Das ist total gesund. Die haben halt unterschiedliche Geschmacksrichtungen. Und hier habe ich eine Bohne. Ne? Sind halt wie Jelly Beans so sind. Super süß, aber richtig lecker. Die zwei ist ja riesig. Guckt euch das an. Das ist eine Marmitube. Und zwar ist das eine Marmelade in der Tube. Die finde ich super geil. Das ist eine Limited Edition, die Winter Edition. Apfelzimt ohne Zusatz von Farbstoffen, Konzentraten und Sirup. Da sind 220 Gramm drin und ich mag die Marmitubes so, so gerne. Ich hatte davon schon verschiedene Sorten und die mache ich jetzt mal auf, weil ich die demnächst auch weiter dann essen werde. Sowas nehme ich gerne mit zur Arbeit und dann schmiere ich mir auf der Arbeit mein Brot. So, das kommt jetzt mal hier auf den Löffel drauf. Apfelzimt, ne? Sieht aus, wie Apfelmus aussieht, einfach. Oh, riecht das geil. Oh, das schmeckt nach Weihnachten. Mmh. Ich wollte gerade noch mehr kommen. Komm, Claudi, so jung kommen wir nie nochmal zusammen. Mega lecker. Boah, das gefällt mir. Oh, interessante Marmelade. Sowas auf dem Brot, das feiere ich ja, ne? Richtig lecker. Na. In der Nummer 3 haben wir einen Tee drin von Pukka. Holunderbeere und Echinacea. Mega lecker mit Holunderblüte. Reich verwöhnender Bio-Früchtetee. 20 Beutel sind hier drin. Und, oh, mega. Ich mag Früchtetees. Boah, das riecht wundervoll. Oh. Die Holunderblüte, die riechst du richtig gut. Die kommt auch richtig gut. Oh, lecker. Da freue ich mich drauf. Ich bin so ein richtiger Teetrinker, gerade im Winter, im Herbst, ne? Kann ich gut gebrauchen. Klasse. Die Pappe ist sehr, sehr dick, lässt sich aber sehr schön öffnen, weil die immer so ein Eindruckvieh zum Aufmachen hat. Ich persönlich hätte es wahrscheinlich eher schön gefunden, wenn man dort so Boxen genommen hätte, weil so einen großen Adventskalender nimmt man doch gerne, um ihn wieder zu befüllen, oder? Naja, hier habe ich auf jeden Fall die Nummer 4 und zwar von Barilla, ein Pesto Rustico mit Basilico und Zucchini. Oh, lecker. Sowas ist ja auch meins, ne? Mein Freund mag sowas nicht ganz so gerne, aber wenn es gut gemacht ist, isst er das auch. Das heißt, sowas kann man dann auch gut mal zwischendurch essen, wenn man zum Beispiel so einfach abends sich mal ein paar Nudeln machen möchte und nicht irgendwie eine große Soße da hat. Deswegen lasse ich das auch zu. Ich weiß, dass ich sowas richtig gerne mag. Ja, riecht nichts durch, natürlich nicht, aber genau. Ne? Sowas esse ich dann unheimlich gerne. Da habe ich Bock drauf. Oh.
Und ich habe eben noch gesehen, ich war eben einkaufen. Übrigens total bekloppt, ne? Am 1.11. ist Feiertag, heute ist der 31.10. Bei uns hier in NRW haben die Geschäfte halt jetzt heute noch auf und morgen zu. Und die Leute haben die Geschäfte eingerannt, als gäbe es keinen Morgen mehr. Das ist der Wahnsinn. Ich finde es immer so unfassbar aufregend. Ich meine, ich habe es selber gemacht. Normalerweise gehen wir freitags immer einkaufen, ne? Aber wie viele Leute? Wahnsinn! Okay, aber ich habe auf jeden Fall eben bei uns in der Vorratskammer gesehen, wir haben definitiv noch Nudeln und dann kann man sowas vielleicht mal am Wochenende ganz gut abends machen. Doch, da habe ich wohl Bock drauf. So als super Alternative zu TK-Pizza oder so, ne? Ja. Oh, geil! Ja, das ist was für mich. Kinder-Happy-Hippos. Oh, lecker, mit Kakao. Da stand ich heute tatsächlich im Rewe auch vor. 5 Riegel sind hier drin. Oh, weil heute ist hier auch bei uns Halloween, da habe ich für die Kinder Süßigkeiten gekauft. Habe ich auch bei Instagram geteilt, was ich da Schönes gebastelt habe. Ich habe da so Tütchen gemacht. Ne? Und wenn dann hier die Kinder vorbeikommen für Halloween, dann habe ich da so Tütchen, die ich denen mitgebe und freuen die sich. Und ja, da stand ich auch vor und wollte das eigentlich auch holen, aber es war dann doch ein bisschen teuer. Da war ich dann auch ein bisschen knieperig. Ne? So schauen die aus. Die sind halt einzeln verpackt. Das kann man dann halt auch theoretisch so mitgeben. Vielleicht gebe ich die restlichen 4 auch. Nein, ich weiß es nicht. Entweder weitergeben oder behalten. Naja, auf jeden Fall probieren wir das mal. Oh. Geil! Geil! Das sieht echt aus wie ein Happy Hippo. Also, ne? Es ist erstmal so wie so ein Flusspferd. Und dann hat das hier echt hier die Nüstern und die Äuglein. Richtig cool. Das ist süß. Mmh. Ist so gefüllt, ne? Boah, lecker. Ich liebe das. Boah. Hm. Richtig, richtig gut. Hm. Zu Nikolaus haben wir so Drops. Das sind Karamelldrops gefüllt mit belgischer Schokolade. Mhm. Ja, die kannst du so zwischendurch wahrscheinlich mal essen. Und so kennt man die halt, ne? Die sind halt mit so einem Pulver da drüber. Und dann kann man die halt lutschen. Aber ich glaube, das dauert hier jetzt ein bisschen ewig, wenn ich das machen würde. Aber finde ich ganz lecker so, ne? Wenn ich dann am Video schneiden bin und Hunger kriege, dann ist sowas mal ganz gut, anstatt dass ich mir so eine halbe Tüte M&Ms reinknall oder so. Aber für Nikolaus jetzt nicht so der Burner, oder? Da wäre so ein kleines Stiefelchen mit Süßigkeiten drin ganz süß gewesen. Naja, wir gucken mal weiter. Das ist auch geil. Ich habe mich ja letztes Jahr so ein bisschen kaputt gelacht über das eine oder andere. Auch das ist ziemlich, ziemlich basic, aber sehr, sehr geil, ne? Weil letztes Jahr hatte ich einen Adventskalender auch. Hellmanns Mayonnaise ist es einfach. Real oder real mit Freilandeiern. Also das ist wirklich mit Freilandeiern gemacht. Das ist ganz nett. Muss man wirklich sagen, das ist sehr gut gemacht, dass solche Industrieprodukte dann halt auch wirklich Freilandeier nehmen und nicht halt die, ne, Massenware. Das ist cool. Ja, Mayo kannst du immer mal gebrauchen, ne? Wir sind halt auch eher so Team Mayo als Team Ketchup. Das ist dann auch ganz gut für Pommes zum Beispiel, die ich heute gekauft habe. Oder wenn du mal einen Salat machst oder so, ne? Bei uns hier im Norden, dann nimmst du halt viel von diesen Mayo-Soßen. Das ist eigentlich keine Soße. Du nimmst ja einfach Mayo und Gurkenwasser und schon hast du eine Soße. Yay! Aber so mochen wir das, ne? Ui. Okay, in der 8 haben wir ein Rotkäppchen Rosé-Trocken-Sekt. Ja, ne? So ein kleines Sektchen ist das quasi. Kann man auch gut immer mitschenken und so. Ich trinke keinen Alkohol, deswegen wird das irgendwie weiter wandern. Aber ich packe ja gerade aktuell auch selber irgendwelche Adventskalender und mal gucken, ob ich irgendwo ein Käppchen finde, was groß genug ist, um hier sowas mit reinzupacken. Ja, kann man machen. Oh ja, die kann man jetzt sehr gut gebrauchen. In der Nummer 9 haben wir M-Eukal-Honig-Hustenbonbons. Die sind gefüllt halt, ne? Da hast du so Honig mit drin. Das ist ganz cool, muss ich sagen. Also, ich nehme jetzt auch sehr, sehr viel einfach so mal einen Löffel Honig oder sowas, dass man halt so ein bisschen dieses Halskratzen wegbekommt oder halt dem Ganzen vorbeugt. Dementsprechend finde ich das ganz gut. Und ja, ne? Sowas haben wir auch immer bei uns in der Süßigkeiten-Schublade, im Süßigkeiten-Schrank. Wir haben da 3 Fächer tatsächlich für... Ja, wir sind total furchtbar, aber... Läuft bei uns. Und ja, genau, sowas haben wir dann halt auch immer da drin liegen, falls dann einfach mal irgendwie was ist oder falls man einfach zwischendurch mal irgendwie was im Mund haben will. Deswegen, das finde ich cool. Die Nummer 10, Ener Bio. Okay, das kommt von Rossmann, Dinkelherzen in Vollmilchschokolade. Oh, lecker. Mh, sowas ist meins, ne? Boah, das finde ich cool. Boah, das muss probiert werden. Da führt kein Weg dran vorbei jetzt hier. Okay, Herzen nicht unbedingt, aber vielleicht so ein bisschen. Doch, doch, mit viel Fantasie kriegt man das hin, ne? Okay, das ist halt mit Schokolade ummantelt, wahrscheinlich auch wie so Schokorosinen. Mh, die schmecken mir. Ist cool. Kann man auch zum Verzieren nehmen oder einfach so essen. In der Nummer 11 haben wir von Joja Coconut Kokoscuisine. Perfekt zum Kochen. Mhm.
Ist es Kokosmilch? Kokoscreme zum Verfeinern von Speisen aus biologischer Landwirtschaft, ultra hoch erhitzt. Okay. Ja, das kannst du dann in Soßen oder in Suppen reinmachen. Das ist bio, organic, vegan und hast du nicht gesehen. Ja, das hört sich doch schon mal ganz gut an, ne? Aber nichts, was ich jetzt mal eben so kurz trinken kann, glaube ich. Ich dachte erst, es wäre so ein Trinkpäckchen. Aber ist es leider nicht. Naja, wir gucken mal weiter. Die Halbzeit muss nämlich knallen. Oh. Für einen Menschen wie mich, der hier sitzt und Hunger hat, ist das geil. Das ist von Lorenz, die Pommels. Oh, die finde ich ja geil, ne? Fein gesalzen und gewürzt. Also ich kann euch sogar empfehlen, ne, wenn ihr sowas essen möchtet und so richtig Heißhunger habt, ne, dann holt euch auch so einen Kräuterquark oder Frischkäse mit Kräutern drin. Und dann dippt das da rein. Oh, jetzt habe ich auch Hunger. Mmh. Riechen wie Brombeeren. Sind aber halt die typischen Pommels, die man so kennt, ne? Diese Dreiecksviecher. Boah. Hm. Ein knusprig luftiger Kartoffelsnack. Hm. Hier oben ist die Nummer 13. Okay. Was haben wir da? Salmix Halspastillen. Jo. Für die Stimme wohltuend bei trockenem, gereizten Hals und Rachen mit Süßholz und Menthol aus japanischer Pfefferminze, gluten- und laktosefrei. Ne? Ist halt genau wie das M-Eukal dann wirklich für den Fall der Fälle ganz gut. Komm raus aus der 14. Hier habe ich ein Trickbäckchen. Tropical Lassi mit Banane, Ananas, Mango und Maracuja. Ja, das kann man doch trinken, oder? 0,5 Liter sind hier drin. Ein fruchthaltiges Erfrischungsgetränk mit Joghurt, tropischen Früchten und Gewürzen. Mmh. Ja, sieht halt, ich weiß nicht, ob man das jetzt so sehen kann, es ist halt ein Lassi, ne? Es ist so ein Joghurt-Mischgetränk, da habe ich Bock drauf. Oh, Prost. Riecht interessant. Mmh. Mhm. Ist ein bisschen mit Stückchen, aber sowas mag ich wohl, mit Fruchtfleisch. War echt lecker. Hm? Die 15. Öffnen, aufbacken, fertig. Okay, Back and Snack. Leberkäse mit Chili und Cheese. Das ist ein Leberkäse. Das ist ja witzig. Okay, also nimmt man das ganze Ding, was hier drin ist. Hä? Guck dir das mal an. Das ist im Glas. Das finde ich super witzig, Leute. Das ist auch wieder so ein schnelles Gedöns, ne? In der Mikrowelle kannst du es machen, wenn du eine Grillfunktion hast. Oder du machst es im Backofen bei 20 Minuten bei 180 Grad Umluft. Und dann hast du da in diesem Leberkäse drin Chili und Käse. Und dann kann man das schön machen nach mexikanischer Art. Oh, kann man da irgendwas zumachen? Kartoffelsalat oder so. Das passt, ne? Richtig geil. Oh, das finde ich cool. Und das ist für zwei Personen eigentlich auch ganz gut, ne? Da wirst du wohl satt mit. Cool. Das ist so praktisch. Das finde ich klasse, das gefällt mir. Das gefällt mir richtig gut, dass man hier halt auch so ein bisschen diese, ne? Für schnelle Snacks zwischendurch. Snacks heißt, ne? So Pasta mit Pesto, Leberkäse und dazu ein bisschen Kartoffelsalat oder so. Dass du halt da so ein bisschen auch drauf vorbereitet wirst. Das finde ich ja so geil, ne? Dass du so ein bisschen Anreize für neue Kochideen bekommst. Was man mal so machen kann, außer TK-Pizza. Die Nummer 16 ist von Loca. Gran Pasticceria Tortina Original. Das sind solche Viecher. Die erinnert mich voll. Wir hatten bei uns in der Schule damals, in der weiterführenden, also auf dem Gymnasium, so ein Kiosk. Und da gab es immer Vanillekekse, so haben wir die genannt, für, ich glaube, 20 Cent pro Stück oder so. Und das sieht sehr ähnlich aus. Wobei das hier wahrscheinlich definitiv die hochwertige Version ist. Und das muss ich probieren. 3 Stück sind hier wohl drin. 1A. Ja, das war auch immer so einzeln verpackt. Das hatte aber eine blaue Verpackung. Unser Vanillekeks. Da werden gerade echt Erinnerungen wieder wach. Hat man sein halbes Taschengeld für Vanillekekse ausgegeben. Okay, so sieht es aus. Das ist jetzt komplett mit Schokolade überzogen. Mmh. Das hat aber eher was von Knoppers oder Hanuta. Ne? Nämlich so eine Waffel noch mit da drin.
Sehr, sehr lecker. Hm. Ohne Witz, wenn ich das gleich meinem Freund hinlege, der wird auch direkt sagen, dass es den an Vanillekekse erinnert. Das ist so geil. Wir haben uns ja damals in der Schule kennengelernt, ne? Ja, ist schon bald 14 Jahre her. Hm. Die Nummer 17, da hast du dieses Rotbäckchen Immunstark mit Zink und Vitamin C zur Unterstützung des Immunsystems drin. Das finde ich cool. Ich glaube, so ein kleines Fläschchen ist auch tatsächlich das, was man maximal trinken darf. Die gibt es ja auch im DM in diesen großen Produktgeschichten, Verpackungen. Vegan ist das. Eine Tagesportion A 125 ml deckt die Referenzmenge an Zink zu 19% und an Vitamin C zu 125%. Ja, ich glaube, die gönne ich mir auch mal. Ne? Ich glaube, das hatte ich auch schon mal getrunken und ich mochte das ganz gerne. Das ist so ein roter, geiler Saft. Oh, das ist so lecker. Ja. Ach, das ist so Kindheit, ne? Prost. Richtig lecker. Oh. Also Abwehrkräfte für heute sind gestärkt. Läuft. In der 18 haben wir wieder zwei drin. Und zwar von Walker's Salted Caramel Chocolate Chunk Shortbread. Mm. Shortbread ist immer etwas sehr, sehr Trockenes. Sehr furztrocken. Ärgerlich, dass ich jetzt schon meine Getränke aufgetrunken habe auf Ex. Aber hey. Aber Salted Caramel ist geil. Oh, da sind sogar in jeder Verpackung noch zwei Stück drin. Das heißt, hier habe ich dann, ne? Da sind zwei drin. Also da ist noch eins drin und hier habe ich auch eins. So schaut es aus. Oh, das ist so butterig eigentlich, so ein Shortbread. Oh, aber trocken. Aber geil. Oh, dieser Karamellduft, ne? Boah, geil. Mhm. Hm. So. Das war gut. Wir gehen zur Nummer 19. Mhm. Ja, wieder was für den Hals, ne? Fisherman's Friend Pro Fresh Blueberry mit grünem Tee für langanhaltend frischen Atem. Circa 30 Stück sind hier drin, ohne Zucker. Ja, ne? Auch das eher so für zwischendurch mal. Herzlich willkommen im 20er Bereich. Mhm. Mega. Auch wieder sowas für schnelles Mittagessen, schneller, wie auch immer. Das ist eine Veggie Bolognese von Davert. Das sind 80 Gramm, reicht wohl für zwei Teller. In 10 Minuten. Okay. Aber das Veggie Bolognese, aber da hast du doch nicht. Das ist doch eher die Soße, oder? Weil das kann ich mir, alles andere kann ich mir nicht vorstellen, weil da sind ja keine Nudeln drin. Und das schaut halt so aus, das ist halt so stückelig, ne? Und dann machst du halt 200 Gramm Tomaten dazu, aber bestimmt auch Nudeln. Ja, das ist dann für eine schnelle Tomatensoße. Finde ich gut. Mag ich. Boah. Leute, gönnt euch hart. Mhm. Das ist was, da wird sich, hätte sich damals mein Freund mega drüber gefreut. Wird sich aber mein Patenonkel drüber freuen, weil der es wahrscheinlich kriegen wird. Oder der Briefträger. Ich glaube, unser Briefträger kriegt das wirklich von mir, weil den mache ich ja einen Adventskalender. Mhm. Johnny Walker, Black Label. Mega geil. Also, ne? Damals, zu einer Zeit, wo ich noch Alkohol getrunken habe, habe ich auch gerne mal Whisky getrunken. Oh, da kommen gerade echt auch wieder Erinnerungen hoch, ne? Das ist 12 Jahre alter Whisky, da gibt es definitiv auch noch teurere und ne? Ältere, wie auch immer, aber ja, der war schon lecker. Sehr, sehr angenehm, sehr mild finde ich den auch, aber kann ich jetzt nicht probieren. So. Hier in der 22 haben wir die rote Linsenspirellis. Das ist super, die kannst du zusammen mit der Tomatensoße von Davert essen. Und hast dann ein Essen oder du machst die zusammen. Oh, das ist auch geil mit dem Pesto, ne? Mm, das stelle ich mir auch richtig gut vor. Das ist vegan und glutenfrei von Rossmann. 250 Gramm sind enthalten und nom. Also da habe ich jetzt auch gerade richtig Bock drauf. Obwohl mein Magen doch mittlerweile ganz gut gefüllt ist, aber mehr? Oh nein! Wir haben nur noch zwei Kläppchen. Nein, aber der gefällt mir richtig gut, der Adventskalender. Das muss ich jetzt schon mal sagen, ne? Oh, cool. Von Dr. Edgar Seelenwärmer. Ein Cremepudding schenkt dir ein Lächeln. Was für ein Tag. Jetzt mal den Moment genießen. Hm, mit warmem Pudding, wie früher als Kind. Eine Portion Gemütlichkeit. Hm, mit Karamell. Oh, ist das geil. Richtig geil. Ich glaube, das gibt's heute Abend. Lecker. So.
Das sind Merci Petits. Oh, richtig geil. Crunch Collection. Und da hast du verschiedene drin. Das kannst du entweder selber vernaschen oder du kannst es weiter verschenken, was ich wahrscheinlich machen werde. Oder es kommen wirklich jetzt für die Halloween-Kinder gleich in die Box. Mal gucken, wie viele so kommen. Ja, finde ich richtig, richtig geil. Merci Schokolade ist richtig lecker. Mag ich unheimlich gerne. Das war der Adventskalender und der hat mir richtig, richtig, richtig gut gefallen. Doch, also ich bin nur satt geworden im Großen und Ganzen. Was ich hier so sehe, freut mich. Also was man hier auch so die nächsten Tage dann damit machen kann. Ne? Also im Prinzip machst du ja jeden Tag ein Kläppchen auf. Du machst es ja nicht so wie ich, dass du den ganzen Adventskalender auf einmal öffnest, sondern du machst es Tag für Tag. Und dann hast du jetzt, keine Ahnung, auch mal für einen Tag so eine Idee, dass dir gesagt wird, hey, mach dir mal einen Leberkäse oder so. Ne? Finde ich super geil. Also super toll gemacht, liebes Degustabox-Team. Hat mir richtig Spaß gemacht. Ich fand den auch echt geil. Also letztes Jahr fand ich den schon ultra, jetzt finde ich den vielleicht sogar noch einen Ticken besser gefühlt. Also irgendwie, doch, muss ich wirklich sagen, den Adventskalender, ja, kleiner Hack hier, da mache ich diese Kläppchengeschichte von ab und dann hast du da ein Regal. Das habe ich nämlich da vorne schon stehen vom letzten Jahr für meine Maskensammlung. Dann hat man nämlich einfach ein Regal, wo man Sachen reinstellen kann. Ist zwar aus Pappe, aber du kannst es dir ja auch anmalen, wenn du möchtest. Aber das so als kleiner Tipp zur Wiederverwendung von diesem Adventskalender, denn damit geht das richtig gut. Ja, ihr Lieben, mega geil. Also hat mir gut gefallen. Das war ein sehr, sehr leckeres Video für mich. Ich bin jetzt einigermaßen gesättigt. Und ich blende dir auch hier mal den Gesamtwert der ganzen Produkte ein. Ne? Das ist das, was quasi in diesem Heftchen drin steht. Die Preise habe ich da rausgenommen. Ja, ich werde jetzt noch ein bisschen weiter snacken, das Video schneiden und morgen online stellen. Und ich würde einfach sagen, wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einmal einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist zu den ganzen Adventskalender-Unboxings von 2019. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!